Hälfte geholfen, die Hälfte hat aber ein anderes Problem. Und das andere Problem, da könnte er eine gute Hilfe gebrauchen. Ach, gut genutzte Zeit, das sagt ja schon alles. Das sagt ja schon alles. Oh shit, oh shit. Gleich drei von einer. Vito Scaletta? Ja? Was wollen Sie? Ich verhafte Sie wegen illegalen Verkaufs von staatlichen Rationsmarken. Mitkommen. What? Einer von der Tankstelle hatte mich verpfiffen. Sie haben Mama so lange zugesetzt, bis sie verraten hat, wo ich bin. Aber sie wussten nicht, für wen ich arbeite, und ich hielt die Klappe. Ganz plötzlich geil. Henry besorgte mir über Don Clementi einen Anwalt. Ich saß schwer in der Scheiße. Obwohl, wenn die Bullen wirklich über mich Bescheid gewusst hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Als besonders schwerwiegend, angesichts der Tatsache, dass Sie den Staat um Ressourcen betrogen haben, zu einer Zeit, in der unser Land Sie am dringendsten benötigt. Mr. Scaletta, Sie als hochdekorierter Kriegsveteran. Der Mann war gut, aber nicht mal er konnte mich rauspauken. Der Fall war von Anfang an klar. Drei Monate später wurde das Urteil gefällt. Vittorio Antonio Scaletta. Für Ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt Sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Was? Nein, was? Wenn die FPS wenigstens mitspielen würden, wäre es wenigstens ein bisschen mehr beeindruckend, aber was? Was macht der im Knast? Geil! Und ich hab mir gedacht, kommt auf Chili Vanille, wir landen jetzt in der Family, Alter! Oh, Frischfleisch! Ja, da freuen sie sich gleich mal alle. Da hat er eh schon da eine, den Grinser, den gibt er sich auch nicht, heimlich. Der Bundesknast. Diebe, Mörder, Kinderschänder, hier war alles vertreten. Der Abschaum der Menschheit. Los, in einer Reihe aufstellen! Bleibt genau hinter mir! Und bloß keine Dummheiten! Ja, das gefällt mir. Geschlecht in der Ego-Perspektive? Na geh bitte, Mashallah. Die ist ein bisschen sehr blass. Alter, die sind sogar getrennt, schwarz und weiß. Ach du Scheiße, okay. Wegen dieser Dings, ja, dann nennen sie die ganzen... Warte, das sind alles Asiaten? What the fuck? Da haben wir die Schwarzen, da haben wir die Asiaten-Gang. Wo sind wir dahinter? Die Suchu-Gang oder was? Los. Definitiv oder schon? Ja, genau, oder? Willst du Ärger machen, du Hurensohn? Ja? Du nichts sprechen unsere Sprache? Ich bring sie dir bei. Du nichts sprechen? Was ist los? Gefällt dir das, du perverses Schwein? Gib ihm nochmal. Alle für mich, aber zusätzlich. Danke dir. Hey, Blödmann, ich sag's nicht zweimal. Ab in die Reihe. Ja, Alter! Wenn du gerade so schön mit ihm beschäftigt bist. Fuck! Vorwärts! Alles klar. Sehr gut! Sehr gut! Bist du deppert? Mashallah. 10 Jahre bleiben wir, glaube ich, nicht drin. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir 10 Jahre drin bleiben, aber könnte schon möglich sein. Da ist er! Sperrt die Lausche auf, ihr Arschlöcher. Mein Name ist Captain Terence Stone und das hier ist mein Gefängnis. Ihr seid hier drin gelandet, weil ihr keine Ahnung davon habt, wie man sich draußen anständig benimmt. Damit eins klar ist, euer Arsch gehört ab jetzt mir. Und ihr macht, was ich sage, oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn mir einer von euch dumm kommt, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Ihr seid hier, damit euch jemand zeigt, wie man ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft wird. Und das machen wir. Okay, ihr Arschlöcher.
Wir nehmen euch jetzt die Handschellen ab und dann schrubbt ihr euch mal den Grind vom Leib. Und jetzt im Gänsemarsch mir nach. Warte kurz. Warte kurz. Dadurch, dass wir im Gefängnis sind und die im ersten Teil auch alle im Gefängnis landen, treffen wir auf den Don. Das wär's. Okay, es muss jetzt nicht heißen, dass es genau das gleiche Gefängnis ist oder so. Aber treffen wir vielleicht auf den Don? Okay, Abmarsch. Oder auf die ganzen anderen. Tu, was man dir sagt. Boah, das wär's. Wenn wir auch noch auf die anderen auch noch treffen. Boah, okay, Tommy wäre sowieso zu alt und wäre draußen, aber dennoch. Alter. Hör zu, Süße. Wenn du nicht tust, was man dir sagt, stecken wir dich ins Loch. Mir nach. Neue Grafik, leck mir mal. 4K oder was? Typ, oder da geht's ab, oder da geht's ab, leck mir was. Oh, Hallöchen. Er will nur mal die Hand rausstrecken. Kann mal Hallöchen sagen. Hi. Deine? Let's go. Ach, kann es sein, dass wir da... Irgendwie müssen wir doch treffen vom ersten Teil. Komm, Alter. Voll im Hype. Irgendwie müssen wir treffen, komm. Schon wieder schlafen, okay. Sag mir jetzt aber nicht nächstes Kapitel. Mein Zuhause für die nächsten 10 Jahre sah scheiße aus und roch nach Pisse. Da hätte ich mir noch lieber in Europa die Kugeln um die Ohren pfeifen lassen. Boah, komm schon. 3 Tage lang geschah nichts. Dann erhielt ich die Nachricht von Joey, ich solle einen gewissen Liu Galanti kontaktieren. Er könnte mir hier drin helfen. Ohne Freunde überlebst du hier nicht lange. Ich hoffe, dass wir irgendwann vom ersten Teil treffen. Boah, das wär's. Galante, Na, schauen wir mal. Da würde ich sagen, so vielleicht so in einem Haufen oder so, weißt du, was ich meine? Entschuldigung, wo ist denn die Yoga Lanti? Also nur 2 Jahre wären das 730 Tage. Okay. Also wie viele Jahre sind's? Okay. Ja, vielleicht. Bist du Leo Galanti? Na, nie von ihm gehört. Hey, Digi. Entschuldigung, wo ist denn Leo Galanti? Das bin ich dir nicht auf die Nase. Okay, danke, alles klar. Gut zu wissen. Die wirken nicht besonders freundlich. Nein, sie haben ihm den Schädel eingeschlagen. Scheiße. Was hat denn der vor? Aber. Entschuldigung, wo ist Leo Galanti? Hey, verpiss dich gefälligst. Der will lieber mit dem Hund spielen. Super, Alter. Und immer da kommt wie so ein Kranke, Alter. Ich spiele lieber mit dem Hund. Na moin. Ich glaube, die sind ein bisschen zu sehr beschäftigt damit. Nicht besonders freundlich. Das ist ja das. Willst du Leo Galanti? Zieh Leine! Ja, aber wenigstens Dach gehabt, das ist. Er ist wenigstens auch nett, aber. Leo nein! Ach, der alte Knacker, der den ganzen Tag Schach spielt. Schach? Okay, haben wir doch gehabt, vielleicht, dass es der ist, weil der raucht. Das ist der Einzige, der was raucht. Na schau, na immerhin. Den kenne ich doch. Das ist der Ithaka, der mit Barbaro bei dem Juwelier war. Wegen euch sitze ich in diesem Drecksloch. Nein, du sitzt, weil du ein bescheuertes Arschloch bist. Wisst ihr was, Jungs? Meine Ma hatte recht. Es gibt einen Gott! Und er hat dich hergeschickt, damit ich dir heimzahlen kann. Du Dreckskerl. Und zwar mit Zinsen! Nicht mal so schlecht. Wie wär's mit der Wette? Liebend gern. Die Wette nehme ich an. Oh shit, wart. Jetzt der Lier mal aus, Avara. Jetzt der Lier mal aus. Da. Na komm, Alter, na komm. Ihr seid tot. Kämpft! Na komm.
Uff. Und da haben wir schon mal wieder kassiert. Jetzt müssen wir aufpassen. Eine Schwuchtel, die dich verputzt. Hast du ein paar Schwuchteln zum Frühstück? Müssen wir aufpassen, Alter. Okay, ja, ja, ja. Oh shit. Von ihm! Zack! Alle drüber bratet und tschüss! Gute Nacht! Jetzt hast du ein wenig Zeit, darüber nachzudenken, was du getan hast. Wie nett? Ja, jetzt werden wir definitiv drüber nachdenken, wie sehr es weh tut. Na gut, O'Neill hat mir fast die Rübe abgeschlagen, aber ich habe mich gewehrt und glaubt mir, im Knast zählt das eine Menge. Aber ich war noch im roten Bereich, war noch im guten Bereich, hallo? Hätte ich schon geschafft. Wie lange wollen Sie ihn noch da drin lassen? So lange, bis er seine Lektion gelernt hat. Ach, wen interessiert das? Ist er fit genug, um zu boxen? Denk schon. Nach der Prügelei im Hof haben ihn die Jungs nicht mehr so hart angefasst. Da ist er drin. Aufsperren. Komm in die Gänge, Skeletta. Da will dich jemand besuchen. Mein Name ist Leo Galanti. Ich habe gehört, du willst mich sprechen. Ja, einer von Clementis Jungs hat mir gesagt, sie könnten mir vielleicht weiterhelfen. Scheiß auf Clementi. Ich bin nicht für den Schutz seiner Leute hier drin zuständig. Aber ich habe gesehen, wie du den Ian O'Neill bearbeitet hast. In dir scheint was zu stecken. Komm mit, Kleiner. Alle mal herhören. Das ist Vito. Er gehört jetzt zu uns. Pepe hier hat einen wichtigen Kampf vor sich. Gegen O'Neill. Er braucht einen Sparringpartner. Und nach dem, was ich im Hof gesehen habe, bist du der richtige Mann für den Job. Du hilfst uns ein bisschen, Junge. Und als Gegenleistung stehst du ab jetzt unter meinem Schutz. Wer weiß, vielleicht lernst du ja auch das ein oder andere dabei. So ein Angebot kann ich kaum ausschlagen. Ich mache keine Angebote. Okay, Männer. Dann gehen wir die Sache mal an. Uff, na dann, let's go. Okay, na, komm heute arbeiten wir mal an deinem Konterschlag. Vito, verpass Pepe ein paar Schläge. Versuch, sein Riesenkind zu zertrümmern. Pepe, du weichst dem Schlag so aus, wie ich es dir gezeigt habe. Nutz den Schwung und schlag dann zurück. Also, dann legt mal los, Jungs. Oh, na dann. Gut, Pepe. Zieh dein Riesenkinn ein, verdammt. Zack. Ja. Ah, okay, Ausweichung, gell. Gar nicht mal so schlecht. Wir haben ein paar neue Techniken. Hey, ist das hier Sparring oder Kampftraining? Wir disponieren um, Champion. Der Junge hat Feuer im Blut. Und deshalb trainieren wir jetzt Konterschläge. Okay, Vito, kriegst du das nochmal hin? Das kann dir im Ring eine Menge bringen. Die meisten Typen rechnen nicht damit. Nur unser Pepe, der rechnet mit allem. Oder? da hab ich jetzt keine Chance gehabt, Alter. Nicht schlecht, leider. Zeig mir nochmal zwei davon. Okay. Da hab ich keine Chance gekriegt, Alter. Gleich am Anfang, Alter. Der hat mir eine gegeben, bis der Part. Okay, Jungs. Für heute reicht's. Gute Arbeit. Wie gut kennst du Clementi eigentlich? Ich bin ihm nie begegnet. Ich hatte nur mit Henry Tomasino und Luca Gorino zu tun. Unglaublich, der Schwanzlutscher Gorino lebt also immer noch. Was hattet ihr für eine Abmachung? Wir erledigen ein paar Jobs für sie und werden in der Familie aufgenommen. Für 5 Riesen. Was? Sowas ist typisch für Alberto. Er kriegt den Hals einfach nicht voll. Warum? Ist das mehr als üblich? Ja, genau 5 Riesen mehr als üblich. Man muss nichts bezahlen, um aufgenommen zu werden. Man holt dich in die Familie, sobald du bewiesen hast, dass du loyal bist, was einbringst und dass du mit dieser Art Leben, naja, klarkommst. Jedenfalls sind das äußerst interessante Neuigkeiten. Wenn das rauskommt, werden Alberto und Luca einiges erklären müssen. Und wem? Vergiss es. Wir reden ein andermal darüber. Los, nochmal 20. Hey, woher so, weiß mit, der alte Galanti? Mit wem so muss ich da reden? Oder muss ich da jetzt raus? Gut, genau so. Sind wir hier da? Kann ich da? Na, kann ich nicht einmal. Winston bietet 2-1 gegen Pepe.
Wenn Pepe kein Freund von mir wäre, würde ich die Wette annehmen. O'Neill ist ein verfluchter Psychopath. Viel zu tun hier, weißt du? Er dachte, ja, darf wohl mal mit dir leiden. Hey, wie geht's? Ich bin Vito. Weiß ich. Ich bin Herr. Freut mich. Na, immerhin. Hey, wie geht's? Wie geht's, Vito? Gut, das genau so. Warst nicht übel im Ring. Danke, Digi. Danke. Dazu kann ich nicht durch, gell? Ach, okay. Ich muss einfach nur draufdrücken. Ach so. Passt auf, wo du hinläufst, Guaylo. Hättest du Augen statt Schlitze, hättest du mich vielleicht kommen sehen, Arschloch. Hinterhältiger weißer Teufel. Mr. Wu, schön, Sie zu sehen. Hinterhältig? Ihr habt auf euren Mann gesetzt und verloren. So läuft das nun mal in diesem Land. Dann Wu bietet dir Rückkampf an. Ich denke, das lässt sich einrichten. Hast du Lust, Vito? Liegen gern. Gib ihm den Trittleiter und schick ihn vorbei. Da hörst du es, Wu. Ihr kriegt euren Kampf, wie gewünscht. Aber diesmal keine Chop-Sui-Mätzchen, verstanden? Alter, der macht auf Karate-Kid gegen mich. Das ist wieder ein bisschen sehr heftig. Es bringt nichts, gleich wuchtige Schläge anzusetzen. Den weichen sie aus. Okay, was soll ich dann machen? Viele schnelle Schläge, damit er müde wird. Dann vergisst er seine Deckung und du haust voll drauf. Ab jetzt, zeig denen, was du drauf hast. Na dann, let's go. Alter, wieso habe ich das Gefühl, dass der auf Karate Kid macht? Der macht. Macht er wahrscheinlich mit mir. Fruchtig, fruchtig. Alter, ich habe mir doch gehabt, ich habe einen Gegner und kann schlüpfen. Ich spiel mich ja mit ihm. Ich hab mir doch gehabt, ich habe einen Kämpfer und keinen Spielkameraden da. Bam! Bam! Alter, jetzt hat er kassiert. Beastepper. Da hat einer kassiert. Beastepper. Der ist noch ganz schade, den Alter. Ich würde wahrscheinlich gleich bei der ersten liegen. Na moin. Jetzt haben wir da schon unseren Respekt. Hallöchen. Abmarsch. Kommst du spät zur Arbeit? Oh, was haben wir denn dann überhaupt für Hocken? Sich in das Küche oder Wäsche? Oder vielleicht Ring. Oder Ring, das kann auch möglich sein. Weil der ist eine Kooperation mit den Wächtern. Vielleicht tun die Wächter auch gerne mal ein bisschen so wetten. Das kann schon gut möglich sein. Na, Hallöchen. Hört mal. Mr. Galanti hat Vito heute freigegeben. Alles klar. Gewöhn dich aber nicht dran, Scaletta. Gut. Komm mit, Vito. Was? Alter. Der ist auch gefangen und sagt einfach, ja, was du, gell, die. Gehen wir noch ein bisschen? Der hat frei jetzt. So ähnlich. Wart's ab. So ähnlich. Morgen, Junge. Morgen, Mr. Galanti. Gibt's heute kein Training? Nicht direkt. Die Schwarzen haben uns herausgefordert. Aber ich will nicht riskieren, dass Pepe vor seinem großen Kampf gegen O'Neill was abkriegt. Am besten du springst ein. Wird eine gute Übung für dich. Komm schon. Gerne doch, gerne doch. Gegen die Schwarzen. Der Kerl, gegen den du boxst, ist ein zäher Hund. Aber nicht besonders helle. Kämpft mit dem Herz, nicht mit dem Hirn. Mach ihn wütend. Dann vergisst er seine Deckung. Das ist deine Wen Chance. Haben wir denn da? Okay, los geht's. Ah, sehr gut, sehr gut. Gib ihm gleich alle, gib ihm gleich alle! Oder ich war schon bereit, oder? Ich war schon bereit, Alter. Komm, komm! Egal, ob er gewinnt oder verliert, kein Zuckerschleck. Oh, er hat schon kassiert, er hat schon kassiert. Okay, ja, der hat schon ein anderes Kaliber da. Bevor der gewinnt, werd ich Präsident. Keine Panik, Vito, du hast ihn da, wo du ihn haben willst. Naja, Heubert nur. Mach ihn fertig, das ist deine Chance. Ein K.O.-Schlag, na leck mich doch. Mal wieder was Neues. Verdammt gut gemacht, Junge. Verdammt gut. Dein Anteil, Vito. Hast ihn dir verdient.
Noch ein bisschen knapp. Achtung, Werfer im Anmarsch. Was ist das hier? Gruppenwichsen mit Anfassen? Mitkommen, Skeletta. Besuch für dich. Da bin ich aber gespannt. Die Family? Nein, ich glaube eher sein Havager. Na doch, die Family. Hallo, Vito. Hey, Franny. Wie geht es dir? Es geht mir gut. Sehr gut. Danke. Und wie läuft's so? Tja, ich bin hier, weil ich dir was sagen muss. Ich werde heiraten, Vito. Oh, Madonna, das ist toll. Eigentlich hätte er mich vorher um Erlaubnis fragen müssen, aber ich freue mich für dich. Du bist im Gefängnis, Vito. Das ist doch furchtbar. Wie konntest du es so weit kommen lassen? Der Richter hat mir schon eine Standpauke gehalten. Ich brauche nicht noch eine. Sei so nett. Lass uns das Thema wechseln. Vito, ich muss dir noch was sagen. Es geht um Mama. Raus damit. Was ist mit ihr? Sie ist krank, Vito. Sehr krank, schon seit Wochen. Und es wird einfach nicht besser. Hör zu, Franny. Geh zu Joe. Er soll dir mein Erspartes geben. Hol den besten Arzt, den du finden kannst. Und den Rest behältst du als Hochzeitsgeschenk. Vito. Das meine ich ernst. Ich werde es in den nächsten Jahren nicht brauchen. Die Zeit ist leider schon um. Und pass gut auf Mama auf. Sag ihr, ich hab sie lieb. Das mache ich. Und danke, Vito. Wiedersehen. Oh, lieb. Bin gespannt, wie der aussieht. Ich bin sowas von gespannt. Eure Scheißhäuser putzen sich nicht von allein. Die Scheißhäuser! Ja, Mann! Außer mit uns! Da trainiert aber auch noch fleißig. Bist du töpert? Kannst eh nur trainieren und Buch lesen, mehr nicht. Oder scheißen. Let's go, Scheiße putzen! Was? Von einem anderen? Also, okay, passt. Haben wir schon doch gehabt von den anderen Zellen. Die Scheiße putzen. Ah, von den Mitarbeitern. Von den Mitarbeitern. Die haben extra nicht runtergelassen. Die ist das jenes. Hit fett. Scheißerei gemacht. Die ist das jenes. Extra Chili con Carne vom Feinsten, Alter. Damit sich da jeder Arschbeiter, der was dann putzen muss. Aber leider, nicht von den Mitarbeitern. Könnte vielleicht aber trotzdem sein. Ah, da wird's definitiv besser ausschauen. Definitiv. Hey, haltet jetzt die Klappe. Und zwar alle. Passt. Wir wissen die. Ja, aber okay, guck mal, ich glaube, die Mitarbeiter werden so ein Heißel sicher nicht kriegen. Alter, wie kann das Heißel noch so ausschauen? Was soll denn das überhaupt sein? Oder Wichsspritzer oder was? Dein Scheiß Ernst. Und hat er lange? Wette, macht's jetzt wieder alles dreckig. Na, Gott sei Dank. Hey, das ist immer noch voller Dreck. Putz das nochmal. Du scheiß Hurenkind. Gott, frisch eine Brunst auch noch. Fuck. Boah, du Dreckser. Boah. Du bist der Hurengeburt. Okay, das reicht. Jetzt darfst du mit dem restlichen Kropfzeug unter die Dusche gehen. Okay, Skeletta. Klamotten runter und ab unter die Dusche, wenn ich bitten darf. Ich schau mal hier da. Moin, hat schon einen guten Body, Kann man schon machen. Genau neben den Habschi. Wirkt überhaupt nicht verdächtig. Mir passiert, ne? Haben wir da ein bisschen. Haben wir da ein bisschen was erwartet? Wieso dauert das so lange? Bewegt eure Arsche! Ey, Freunde, ich bin gerade mal erst eine. Ich hab mir noch eine Kleinigkeit unter Männern zu erledigen. Geh raus und rauch meine Kippe. Geht klar.
Amüsiert euch gut, ihr perversen Säcke. Oh, shit. Ich finde deinen Namen ziemlich aufregend, mein Hübscher. Woher hast du die? Tut mir leid, Schwuchtel. Du hast dir den falschen Arsch ausgesucht. Du kannst auf die sanfte Tour machen. Oder auf die harte Tour. Such's dir aus. Ich geb dir einen Rat. Fick lieber deine Knastschwester. Oder noch besser. Fick dich selbst. Okay. Ich mag sowieso lieber hart. Oh, oh, typisches Geschehen, Moin. Party, Tänzchen gefällig, Schätzchen. Uff. Alter, ich würde gern irgendwas nehmen und seinen Kopf einfach dagegen hauen, Alter. Komm. Ich hoffe, das geht. Irgendwas. Ich tue mir so ungefähr in die Richtung lenken, du weißt? Na komm. Aha, vielleicht geht ja was. Ja? Nein. Ah, es geht nicht. Schade. Also nächster kommt schon, Alter. Fick dich. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der dritte wird sicher ein bisschen einfacher. Oh, der hat sowieso schon ordentlich kassiert. Na komm, Alter. Der macht ja auch gar nichts mehr, Alter. Ist der schon so hier, oder was? Der ist schon so hier, Alter. Was? Bam! Hey! Moment! Was zum Teufel geht hier ab? Und wo ist Frank? Oh, gegen einen Dritten hätte ich nichts dagegen gehabt. Gegen einen Dritten überhaupt nichts. Du kennst das ja. Oh, und das ist heute für dich gekommen. Wirf mal einen Blick drauf. Könnte wichtig sein. Nein. Die Mutter. Mama war gestorben, während Francesca mich besuchte. Statt für einen guten Arzt und ein Hochzeitsgeschenk ging jeder Penny, den ich besaß, für die Beerdigung. Das tut weh. Mr. Galanti will dich sprechen. Komm mit. Alles klar. Oh, das tut weh. Das tut weh. Schön, dich zu sehen. Was ist passiert? Die Iren wollten ihre Chancen verbessern. Ein paar von ihnen haben Pepe gestern aufgelauert. Das waren mehr als nur ein paar. Wir sollten ihnen diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Was habt ihr denn vor? Pepe hat sich was ausgedacht. O'Neill trainiert gerade. Und zwar Mutterseelen allein, hinten bei den Hanteln. Keine Wachen, weit und breit. Prügel die Scheiße aus ihm raus. Brich ihm ein paar Knochen, wie sie es bei mir gemacht haben. Alles klar? Ja, alles klar. Na dann, komm mit. Sehr gern sogar. Ich stehe hier schmiere. Wenn Wörter kommt, gebe ich laut. Okay. Passt. Dann los, zeig's ihm. Sehr gern, sehr, sehr gern. Gehen wir mit der Hand, Leute, eine drüber zahn. Boah, das wär's. Hey, O'Neill. Ich hab ein Wörtchen mit dir zu reden. Das trifft sich gut. Ich mit dir auch. Fetzerei. Ich will Blut sehen. Blutwiese. Komm her, Alter. Das ist gleich mal ordentliches. Bist du Töpfer, das ist ein ordentliches Kaliber. Und ich hab nicht einmal die Chance dazu, Alter. Diesmal sind keine Wörter da, die dir helfen können. What? Ich hab gar keine Chance. Tiki. Ich hab ja gar keine Chance gehabt. Aber, Alter. Okay, alles klar. Und
Wegen. Okay, wenn er so einen längeren macht, wenn er so einen längeren macht. Oder einen Dreier. Dreier macht er auch gern. Diesmal sind keine Wärter da, die dir helfen können. Nochmal, du Knirps. Hm. Oh, schade. Was doch gut jetzt erwischt hier. Jetzt gebe ich dir den Rest. Der ist schon gut drauf gewesen. Bist du deppert? Scheiße, bist du aus Beton? Da musst du dich schon mehr ins Zeug legen, Süßer. Anscheinend. Nächste Runde. Diesmal reite ich die härtere Tour. Reicht's dir? Der hat schon was drauf. Der hat schon was drauf, Alter. Immer wieder der gleiche Move. Immer wieder der gleiche Move. So wie jetzt aus dem Zmiss. Ganz nett. Oh shit, oh shit. Gib ihm, Alter, gib ihm! Nein! Alter, so weit hast du es jetzt aber auch nicht gehen dürfen. Lassen haben. Alter! Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu viel. Sie haben nie herausgefunden, wer es war. Oh! Er kannte die richtigen Leute und ließ mich in seine Zelle verlegen. Naja, es war eher eine Suite. Das Leben wurde von Minute zu Minute besser. Und Vito? Was hast du vor, wenn du aus diesem Drecksloch rauskommst? Weiß ich noch nicht. Eins steht jedenfalls fest, ich arbeite nicht wieder für Clementi. Ja, halt dich am besten von dem alten Schweinehund fern. Glaub mir, Alberto ist nur ein dummer Wichser. Und den Anwalt hat er dir garantiert nur spendiert, damit er aufpasst, dass du nicht singst. Aber keine Sorge, das wird ihm noch leid tun. Leute für Geld in die Familie aufzunehmen, das verstößt gegen unser Gesetz. Ich bin gespannt, wie er das begründet. Muss er das? Ich dachte, Clementi ist der Boss. Du hast offenbar keine Ahnung, wie der Laden läuft. Pass auf, es gibt mehr als eine Familie in Empire Bay. Es gibt drei. Und jede kontrolliert ihr eigenes Gebiet. Für alle gelten dieselben Gesetze. Und wenn es Unstimmigkeiten gibt, treffen sich die Familienbosse und klären die Sache. Auf höchster Ebene. Na toll, heißt das, ich krieg auch Ärger? Nein, 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 wie kommst du denn darauf? Du bist jung, hast Krebs und du kannst deinen Mund halten. Du bist genau die Sorte Mann, die jeder gern in seinen Reihen hat. Ja, aber ich kenne die anderen Typen nicht mal. Neben Clementi gibt es noch zwei Bosse. Der eine ist Carlo Falcone, der andere Frank Vinci. Carlo ist jung und ehrgeizig. Der Kerl ist völlig durchgeknallt. Ja, das auch. Ein Emporkömmling, während Don Vinci ein Ehrenmann ist. Er hält auf Tradition. Sie kennen die beiden? Tja, könnte man sagen. Ich bin Frank Vincis Consigliere. Ein normaler Rentner kann sich sowas kaum leisten. Weißt du was, Vito? Ich komme in ein paar Monaten raus. Und dann sehen wir mal, ob wir an deinem Strafmaß was drehen können. Pepe, komm her. Probier mal. Hm. Hm. Na, da bin ich aber gespannt.